whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich Ihnen eine Besonderheit mitgebracht: einen Aaron Orkney Beer. Ja, jetzt sagen Sie sich Bier, was ist das mit Bier zu tun? Ah, das schreibt sich ein bisschen anders, das schreibt sich Beere, B-E-R-E, und spricht sich nur Bier aus. Und dabei handelt es sich um eine besondere Gerste. Wenn Sie hier auf das Bild drauf schauen, da sehen Sie, wie ein Mann mit seiner Sense die Gerste erntet. Und das ist der Herr James Fubister of Newbanks. Dearness, harvesting beer with a cradle scythe in 1905. Ja, das ist also eine besondere Gerste. Und zwar habe ich da mal ein bisschen nachgeschlagen. Das ist also eine sechsreihige Gerste. Die heutigen haben nur zwei. Und das ist eine ganz, ganz alte Gerste, die früher ja fürs Bier im Norden angebaut wurde. Und die ist jetzt total zurückgedrängt worden durch größere Hektarerträge aus anderen Sorten. Und auf den Orkney-Inseln sind also noch so zwischen 5 und 15 Hektar Landfläche, die dort noch mit dieser Biergerste angebaut werden. Und das Besondere an dieser Biergerste ist, die wächst auf niedrigen pH-Böden, das heißt also auf sauren Böden, wie sie für die Torf. Ja, Torfmoore gibt es um jede Menge, und das entsprechend saure Wasser trägt sich dann auch in andere Gebiete, und da sind die Böden dort saurer als woanders. Dann hat man dort eine sehr kurze Zeit, wo es wirklich warm ist, wo Getreide wachsen kann, und man hat aber an diesen Tagen, wo es dann warm ist, hat man auch eine sehr, sehr lange Sonnenscheindauer. Das muss die Gerste also auch vertragen können. Und die wird auch die 90-Tage-Gerste genannt, weil man sie im Frühjahr sät und im Sommer schon erntet. Das geht also ratzfatz, ruckzuck. So, die wurde im 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert vorwiegend für die Whisky-Herstellung benutzt. Und für diesen speziellen Whisky stammt also diese Gerste tatsächlich von den Orkney-Inseln, wurde dann nach Inverness gebracht, dort, ich nehme an, bei den Glenort Maltings gemälzt und dann zur Vermeischung, Vergärung und Destillation zur Insel Arran verbracht. Dort wurde also der Whisky hergestellt und dann wurde er für 8 Jahre in amerikanischen Eichenfässern, also in Ex-Bourbon-Fässern gereift. Limitiert ist die ganze Geschichte auf 5800 Flaschen. Und was gibt es noch? Was stand hier drauf? Ja, 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert. Und das ist also in Zusammenarbeit mit der University of the Highlands and Islands Orkney College gemacht worden, in dem Agronomy Institute. So, dann steht hier stehen Tasting Notes hier drauf. Reife, goldene Gerste, haben sie gleich das Barley mitgenommen. Malzig und kräuterig. Mit Anklängen von Vanille und frisch geschnittenem Heu. Mit Honig und süßen Früchten und reicher getoasteter Eiche. Auf der Palette reife Äpfel und Eiche. Und dann kommt eine vollmundige Würzigkeit im Geschmack, der dann durch die Süße hindurchschneidet. Wunderschöner Abgang ohne die Gewürze, die also mit der Zeit immer mehr verblassen und weicher werden. Ja, und der Einfluss der Biergerste oder des Biermalzes ist dramatisch. Ja, und damit schmeckt der Whisky so, wie er früher einmal war. Darum geht es ja, ne? Man macht dieses alte Ding. Jetzt war es draußen reichlich kalt. Jetzt habe ich festgestellt, hier innen drin hat sich jetzt so ein Niederschlag gebildet.
wenn ich das vor meinen Körper mache, da sieht man da die Flocken drin schweben. Das sind also jetzt ganz typische Ausfällungen, die bei einem nicht kühl gefilterten Whisky bei großer Kälte passieren kann. Der Whisky ist jetzt wieder zimmerwarm, da sagen wir mal so 18 Grad vielleicht, 17, 18 Grad. Und die haben sich noch nicht wieder aufgelöst. Also wenn man den auf die Heizung stellt, wird dann ein Teil davon sich wieder auflösen. Aber ob sich alles davon wieder auflöst, weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist es auch egal, ob ich nun diese Flocken in gelöster Form oder in fester Form zu mir nehme. Ich hätte es eh zu mir genommen, ne? Ob das Ding ausgefallen wäre oder nicht. Und wenn Sie mal wissen wollen, was da so passiert, habe ich ein Video über Kühlfilterung gedreht. Und wenn Sie meinen, ich stammel hier, weil ich schon, ist der erste heute, ne? Also entweder haben die, hat der Whisky eine Spätfolge auf mich, oder aber ich bin jetzt noch nicht so gelöst, dass ich hier komplett flüssig reden kann. So, 46 Volumenprozente, nicht gefärbt. Gerstenfarbige Farbe, goldene Gerste, wie im Spätsommer. Nein, das ist Beer Barley, wie im Sommer sie Orkney auf den Feldern steht. Ja, starke Fruchtigkeit, unheimlich fruchtig. Ja, überraschend. Also wenn das der Einfluss der Gerste ist, Donnerwetter. Oh. Und die Assoziation nach Heu, ja, man kann sie haben. Für mich sind das mehr diese aromatischen, fruchtigen Bestandteile. Die Früchte sind ganz süß, ganz süß. Geht schon ein Stück weit rüber in den Honig. Und die Eiche kann ich noch nicht so wirklich finden, wenn er jetzt 8 Jahre alt ist. Von 2004 ist er gebrannt bis Abfüllung 2012. Jetzt schreiben wir das Jahr 2013. Ah, jetzt kommt was hinterher, was ungewöhnlich ist. Ja, Malz. Jetzt kommt auch die aromatische Vanille hinterher. Und jetzt probiere ich. Der hat einen Mordsantritt auf der Zunge und die Eiche ist gleich da, obwohl das jetzt Ex-Bourbonfässer sind. Eine zart bittere Eiche mit dem Ton hin, ja, zum richtigen Kaffee. Die Früchte verblassen jetzt, es ist so eine Ingwerwürzigkeit da, richtig stark. Und die lässt jetzt doch relativ zügig nach, es bleibt eine ganz zarte Bitterkeit von der Eiche zurück. Boah, ja, das war eine Achterbahn. Er ist für einen Aaron erstaunlich voluminös. Erstaunlich voluminös und diese vordringliche Fruchtigkeit, die ist also ungewöhnlich. Interessante Abwechslung und für einen Ex-Bourbon-Fass-Whisky habe ich sowas noch nicht erlebt. Donnerwetter. Ja, begrenzt 5.800 Flaschen weltweit. Wenn Sie einen haben wollen, greifen Sie bald zu. Bei Aaron kommen ja Stück für Stück permanent Sonderabfüllungen raus. Und ich habe da auch schon mal welche probiert von. Jetzt muss ich noch 5 Takte reden, damit der Link lang genug da stehen bleiben kann. Ja. Freue mich, wenn Sie bei uns im Shopsystem nach dieser Flasche suchen und sich tatsächlich dann vielleicht auch eine dieser Sonderabfüllungen aussuchen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.